Bummelbus. Ja, dann willkommen. Servus, Rocks. Ja, im Grunde braucht man keine Vorstellung. Es ist ja quasi Umgebung, Rock, Punk, Urgestein. Aber trotzdem für alle, die euch nicht kennen, wer seid ihr? Wir sind Bummelbus. Wir waren mal Dirt Sex und One Pint Please. Und seit 2004 ungefähr sind wir Bummelbus. Okay. Hat's da ja Bummelbus. Also ich meine, es gibt eine relativ lange Geschichte. Also ich kenne sie auch nicht so gut. Ich bin noch nicht so lange dabei. Aber ihr seid ja quasi mit von der alten Baracke. Die kennt ihr noch und dann seid ihr hierher gekommen. Wie hat's bei euch angefangen? Im Bräu. Also ich war mit einem Kumpel in der Rockfabrik an Weihnachten. Da sind wir rausgeflogen und am nächsten Tag waren wir ganz deprimiert im Bräu. Und einen Schiefer kannte ich schon vom Sehen. Wir waren dann dem Tag auch im Bräu. Und dann hat uns irgendwann sein Bruder angesprochen, hallo Wolfe, wir sollen uns zu denen setzen. Und dann nach ein paar Bier sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann an dem Abend die Band gegründet. Das war damals noch welche Band? Das war Dirt Sex. Was habt ihr euch so musikalisch irgendwie weiterentwickelt oder? Chief hat gesagt, wir machen schnelle, harte Musik. Das hat dann damals mit Bierpunk angefangen. Also wir haben uns samstags im Jugendhaus Friolzheim getroffen. Wir mussten immer unsere ganzen Sachen dahin fahren. Deswegen hat der Chief damals extra einen Bus gekauft. Und wir sind dann halt samstags immer relativ verkatert da aufgeschlagen. Ich war damals der Einzige mit Führerschein. Und nach ungefähr 2 Stunden war ich auch der einzig Nüchterne dann bei der Probe. Dementsprechend war auch die Musik zu der Zeit. Und naja, das mit den Dirt Sex, das ging ja dann ein paar Jahre. Einige Leute sind dann abgewandert zu anderen erfolgreicheren Bands. Die haben das damals ein bisschen ernster genommen als wir. Und wir haben dann mal so ein bisschen versucht, zu zweit mit einem Drumcomputer zu machen. War auch ein geiler Sound, aber irgendwie das Publikum hat es nicht so interessiert, wenn da nur 2 Leute auf der Bühne stehen. Und dann haben wir mal gesagt, wir hätten mal Bock, eine Coverband zu machen. Das war dann der Beginn von Bummelbus. Den Boris haben wir ja auch aus dem Bräu gekannt. Den haben wir da angehauen, der hat gleich mitgemacht. Und dann haben wir noch einen anderen Schlagzeuger gehabt damals. Vor ein paar Jahren ist dann der Gech MC zu uns gestoßen. Und seit ein paar Jahren, seit 2008 glaube ich, ja, da haben wir angefangen, eigene Songs zu schreiben. Bräu, das sagt mir jetzt gar nichts, aber es klingt so ja nach dem Stützpunkt für Musiker. Ja, war so die Inkneipe in Leonberg damals, was das auch war. Mhm. Generell Treffpunkt für Jugendliche, allen Alters auch, des höheren Alters auch damals schon. Und ja, war halt so die Inkneipe schlechthin, was das auch geht. Da hat sich eigentlich ganz Leonberg-Umgebung getroffen, was das auch geht. Und von daher hat man sich da noch immer gesehen. Das war echt vor allem am Wochenende, halt freitags, samstags. Ja, und du brauchtest kein Handy, du brauchtest niemanden anrufen, du bist einfach da hingegangen und hast irgendwen getroffen und hattest Mordspaß. Und man konnte da auch ziemlich rumassen. Wunderschön. Ihr seid alle aus Leonberg? Ich aus Rudesheim. Da war ich auch mal. Inzwischen wohne ich in Stuttgart-Stammheim. Ja, ich sehe den Knast von meinem Fenster aus. Habe ich quasi so ein bisschen verteilt inzwischen, also über die Jahre. Ja, also hält sich aber noch in Grenzen. Unser Drummer kommt aus Gechingen und ich bin aus Eichach, von daher, es hält sich in Grenzen. Also ist von jedem von der Anfahrt her noch zumutbar. Ja, sehr gut. Also ich weiß, dass ihr schon so viele, viele Jahre in der Jugendhaus-Szene unterwegs seid. Ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen. Ihr seid wahrscheinlich noch von denen, die wir interviewen, noch einer der wenigen, die tatsächlich noch die alte Beat-Baracke kennen. Ja. Ja, das ist richtig. Vor allem waren da auch immer geile Konzerte. Oh ja. Habt ihr da noch irgendwie so eine Lieblingserinnerung dran? Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Auf jeden Fall hinter mal Strung Out gespielt. Und es war am 30. April
Und nach dem Konzert ist man dann mit der Bühne noch hoch auf den Golfplatz und hat dann noch von uns die Party gemacht in der ersten Mai rein, wo es noch stattgefunden hat. Aber das ist auch schon ewig her. Okay, sehr schön. Ja, ihr habt, da es euch schon so lange gibt, habt ihr auf jede Menge Sachen schon gespielt, das weiß ich. Hab ein bisschen nachgeschaut. Was waren so eure Live-Konzerte? Klar, alles, was es in der Umgebung so gibt. Habt ihr da noch irgendwelche, an die ihr euch gerne zurückerinnert? Ja, das Geilste war eigentlich die Hochzeit, oder? Ah, Hochzeit, da hat, auch, da hat einer geheiratet irgendwo, das war Richtung Ulm oder so, ne? Auf ja, der ein Kumpel von meinem Bruder und der hat uns dann engagiert. Direkt an der Autobahn war das. Und wir haben abends gespielt als zweite Band von zweien. Und wie gesagt, direkt an der Autobahn. Und dann hat irgendjemand, der da an einem Aussiedlerhof gewohnt hat, hat die Bullen gerufen, weil wir zu laut waren. Ja, aber das war auch das einzige Mal, dass wir eine gescheite Gage gekriegt haben. Sonst gab es immer Freibier und Essen oder sowas, was ja okay ist. Aber der hat uns, glaube ich, 400 Mark gegeben damals. Hm. Betonung Mark. Also schon eine Weile her. Ja, wie sieht es denn mit zukünftigen Plänen aus? Macht ihr das weiter so als Hobbyband oder habt ihr noch was vor? Hm, das ist eine gute Frage. Also geplant ist ja eigentlich nichts. Also. Naja, eigentlich wäre es schon geil, wenn man... Natürlich, aber wir haben jetzt nicht große Plan, dass wir jetzt ein... Das oder jenes Mal, hauptsächlich ist es eigentlich just for fun, Hobbyband und dass man sich sieht, miteinander Spaß hat. Also so, dass man jetzt dahinter noch vielleicht mal, dass man irgendwie noch, dass man es irgendwann in naher Zukunft noch schafft, vielleicht irgendwie einen Tonträger mal zu veröffentlichen. Das wäre nur so ein Ding, wo man gesagt hätten, das wäre nicht schlecht. Das ist ja auch heutzutage so das Problem. Früher bist du in irgendwelche Locations gegangen und hast gesagt, hey, wir sind eine Band, wir würden gern hier spielen, ne? Und ihr könnt die Getränke verkaufen, wir nehmen vielleicht ein bisschen Eintritt. Und heutzutage gibt es ja da kaum noch Locations. Die meisten wollen ja dann irgendwelche Bands haben, die schon Namen haben, die Publikum ziehen. Und wenn du halt weder einen Tonträger hast, noch irgendeine Homepage oder sowas, kaum eine Chance, leider. Ja, schade. Gut, bei uns gibt es ja noch den Dordier. Den kann man sich ja immer noch. Ja, ja, bei euch haben wir ja auch schon gerne und ein paar Mal gespielt. Das war auch jedes Mal super. Genau, würde ich sagen, da seid ihr immer gerne herzlich eingeladen. Aber zum Tonträger. Wir sind ja hier wegen dem Bluebox-Sampler. Was habt, ja, habt ihr auch ein Lied drauf? Dürft ihr gerade mal vorstellen. Was habt ihr uns denn da so mitgebracht? Sag was, Sänger. Ja, wir haben unseren Theme-Song in dem Fall, der nennt sich auch Bummelbus, drauf gemacht. Den haben wir jetzt in letzter Zeit relativ gut noch auf die Reihe gekriegt, weil wir ihn jetzt auch eine Zeit lang durch die Corona-Sache nicht probt. Und das eine oder andere hat dann nicht mehr so gut geklappt, wenn man mal ein Jahr lang nicht probt hat. Und den haben wir jetzt gut nachgebracht. Deswegen haben wir gesagt, den nehmen wir einfach. Das passt dann. Ist ja auch bei den Konzerten immer unser Opener. Dann für die, die es vielleicht noch nicht wissen, um was geht es da bei der ganzen Geschichte? Oder wie ist der Song zusammengekommen? Boah. So ein Text hat er voll zugemacht. Ja, jetzt habe ich wieder die Arschkarte. ja, also bei mir ist das so, ich habe manchmal in der Nachtschicht so Ideen und das geht dann eigentlich relativ schnell. Also wenn ich Texte schreibe, dann kommt irgendwie so eine Inspiration irgendwann und dann läuft das fast von selber. Was ich nicht kann, ist mich hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt einen Text zu einem bestimmten Thema schreiben, das funktioniert einfach nicht. Und wie war es bei Bummelbus? Und was ging es da dann zum Schluss? Da geht es um den Bummelbus, der durch die Gegend rollt und die Leute überfährt, die bösen Nazis und sowas. Und es ist so ein bisschen auch eine Hommage an SOD, kommt da drin vor. Was uns ja allen, also als SOD ihre Scheibe auf den Markt gebracht hat damals, wann war das, 1986, so alt sind wir. Da war das ja was ganz Neues, ein Hammer, was man vorher nie gehört hat. Und das haben wir all die Jahre auch gerne gehört. Der Chief war sogar mal in Eindhoven bei SOD auf der Bühne, versehentlich. Leipzig. Wie ist das zustande gekommen? Leipzig. Ich habe zufällig, war man in Leipzig auf dem Open Air und habe dann zufällig irgendwie beim Getränkekaufen Backstage-Pass auf dem Boden gefunden.
Der war zwar anscheinend vom Vortag, aber es hat dann trotzdem funktioniert, dass ich mit dem Ding sogar also auf Stage gekommen bin, nicht nur Backstage, sondern auch direkt auf Bühne und war dann auf der Bühne damals bei SOD. Was man auch beweisen kann, weil das auf dem Video, wo SOD rausgebracht hat und verkauft hat, zu sehen ist. Ja, sehr gut. Genau, die ganze, der Bluebox-Sampler, der kommt ja unter anderem daher. Wir haben ja das Tonstudio in Wambronn, das ja, haben wir umgebaut. Ist ja nicht mehr die Bluebox, inzwischen die Redbox, überall also mit, okay, mit roten Tapeten. War das schon mal drin? Ja, jetzt vor kurzem, wo wir aufgenommen haben. Ah, okay. Dann, am 17. Dezember haben wir das Ganze mit dem Gunnar zusammen aufgenommen. Alles klar, was sagst du so zum neuen Studio? Cool. Doch. Wir haben ja auch mal eine Weile da im Proberaum geprobt und schon cool, wie sich das verändert hat, ja. Okay. Genau. Ja, so in so einer langen Bandgeschichte, also so ein paar Storys habt ihr ja schon gehabt, aber wenn ihr so zurück euch erinnert und wenn man ab und zu mal zusammensitzt und man sagt, ah, da war doch was, die Geschichte, was habt ihr da noch, was ihr so gern einmal festhalten würdet? Eher Sachen, wo man eigentlich jetzt so in einem Interview nicht erzählt. Das hat alles was mit Alkohol zu tun. Ja, früher waren wir da schon ziemlich deftig unterwegs, was das angeht. Aber mir fällt jetzt im Stegreif gerade gar nichts irgendwie ein, wo erwähnenswert wäre. Okay. Ja dann, die Release Party steht dir an. Da seid ihr dann auch live dabei. Was habt ihr, wie habt ihr so die Corona-Zeit rumgebracht? Habt ihr da irgendwie was gearbeitet, was man halt nicht machen kann, wenn man immer auf der Bühne steht? Oder? Ja, eigentlich gar nichts. Also bandtechnisch gar nichts. Weil wir haben auch einen recht kleinen Proberaum. Ja. Der ist 15 Quadratmeter groß oder so. Und am Anfang hat man ja auch nicht gewusst, wie es sich verhält mit dem scheiß Virus. Und dann hat man halt auch erstmal die Füße stillgehalten. Dann hat man sich dran gewöhnt. Und dann kam die Anfrage für den Sampler und dann hat man erstmal wieder ein bisschen probiert zu proben und also eigentlich ist da gar nichts entstanden in der Zeit. Okay, ja gut. Keine Texte, keine Lieder. Klar, zuerst durften wir nicht proben und dann gab es keine Auftrittsmöglichkeiten irgendwie, also nur. Wir sind aber auch faul. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, dann freue ich mich umso sehr, dass es geklappt hat, dass dann freue ich mich umso sehr, dass es geklappt hat und dass ihr auf dem Sampler seid. Und dann freue ich mich ganz arg, dass ihr hier da wart. Vielen Dank für das Interview. Kein und wir Problem. Sehen uns dann in 3-4 Monaten zur Release Party. Zur Release Party. Wenn Corona uns lässt. Dankeschön. So sieht's aus. Bitte. Tschüss.